Du hast ihn wieder in seinem Gefängnis versiegelt. Link. Mit Bardos Hilfe. Ihr beide zusammen. Lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tunichtgut wie ich etwas bewirken kann. Das hast du ganz allein du selbst geschafft. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Link. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Link, konzentriere. Konzentriere die Force in deinem Schwert und richte den Himmelstrahl auf das Zeitportal. Das meintest du doch, Münterchen. Ja, geh jetzt, Link. Bevor ich diesen Kerl noch umbringe, weil er mich nervt. Was passiert jetzt? Tetris! Alle Welt hat ihren Ursprung in Tetris. Okay. Kommt jetzt Pixel Art raus. Ist aber ein schönes Zeitportal. Zahnräder aus dem Nichts. Hauptsache mit Digitalanzeige. Sehr schön. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Link. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet sich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Geh, durchschreite das Portal. Du bist am Ziel deiner langen Suche. Mal schauen, ob jetzt dann schon das Ende kommt. Ich halte doch mal hier die Stellung. Das Mütterchen sagte ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt. Und da muss ihm ja jemand eine Abrennung verpassen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Und wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Hat er doch einen guten Kern, der Kerl. Außerdem... Ach, nichts. Ich kann mir denken, was du sagen willst. Grüß Zelda von mir, Link. Mach ich. Danke für die Hilfe. Ist ja letztendlich doch kein so schlechter Kerl. Wir begeben uns jetzt auf eine andere Welt, oder in eine andere Welt, zumindest in eine andere Zeit. Und wir werden die Welt retten, die uns so lieb und teuer ist. Ach, wer steht denn da? Impa! Hey! Da bist du ja endlich, Link.
Ich habe dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist, doch ich werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel, in deiner Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lang ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhaut vom Erdland getrennt wurde. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dort hinten. Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Okay. Mal kurz, gibt es hier irgendwas zum Speichern? Zufällig? War doch irgendwo eine Statue da. Jetzt schaue ich mir das aber zumindest noch an. Ein paar Minuten habe ich noch und ich will jetzt wissen, wie es da weitergeht. Endlich! Endlich bist du hier, Link. Du hast einen langen Weg hinter dir. Impa hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter der Verwüstung des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die einem Besitzer die Macht gibt, alle seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Der Todbringer fesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Götter ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Wie der schaut. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihren unsterblichen Körper auf. Du hast es sicher schon verstanden, Link. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Girahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Link, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier, in dieser Zeit, das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe, ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerung zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist.
Die Göttin hat dir, Fei, und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Link. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Link. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln, Kraft durch zahlreiche Kämpfe, Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce, zu führen. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen und hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Dieses leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Link. Das heißt, wir haben jetzt die Kraft des Triforce. Hui! So kenne ich das Masterschwert. Durch den Segen der Göttin hat das Masterschwert endlich seine wahre Gestalt erhalten. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Und nur du kannst es führen, Link. Link, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Hyla benötigte eine Auserwählte mit einem starken Geist, der der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. Link, es tut mir leid, dass ich dich in dies alles verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen. Und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Link, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Link, ich mag zwar die würdige Geburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Willst du dieses Mal mich aufwecken, Link? Verspreche es. Auf jeden Fall.
Hat sie sich also selbst versiegelt? Das ist mal ein Opfer. Da wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Zumindest. So, und jetzt? Kann ich mich jetzt... Gott sei Dank. Weil, dann passt das jetzt fast perfekt von der Zeit her. Dass ich jetzt hier speichere und dann sage... Speicherfolge erfolgreich. danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir vielleicht schon gegen den Todbringer antreten werden. Und wenn man Zelda kennt, so wie ich Zelda kenne, kann es im Prinzip nur einer sein, der hier den Todbringer spielt. Aber das werden wir bald erfahren. Und bis dahin sage ich ciao, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part.